Die Friedrich-Ebert-Halle feiert 2015 ein großes Jubiläum. Seit 50 Jahren ist sie eine der großen Multi- und Mehrzweckhallen im südwestdeutschen Raum. Auf den ersten Blick fällt die elegante Dachkonstruktion, ein hyperbolischer Paraboloid, ins Auge. Unter der geschwungenen Dachfläche von 60 x 60 Metern bietet die Halle eine Ausstellungsfläche von fast 4000 Quadratmetern im großen Saal und in den Foyers. Hinzu kommen noch einmal 24.000 Quadratmeter auf dem Vorgelände. Dank ihrer klaren baulichen Strukturen und durch den Verzicht fester Einbauten ist die Ebert-Halle ein wahrer Verwandlungskünstler. Seit 2010 ist sie als Zuhause des Handball-Bundesligisten der TSG Ludwigshafen-Friesenheim deutschlandweit im Blickpunkt eines begeisterten Publikums. Zu den Heimspielen kommen jeweils bis zu 2300 Besucher, wenn die großen Mannschaften aus Kiel, Flensburg oder Berlin aufspielen. Beim Derby gegen die Rhein-Neckar-Löwen präsentiert sich die Friedrich-Ebert-Halle als Hexenkessel und bringt Spieler und Zuschauer so nahe zusammen wie in kaum einer anderen Arena. Ihre hervorragende Ausstattung mit Sportboden und Seitentribünen macht sie zum idealen Austragungsort für Hallensport jeder Art. Ob bei der deutschen Meisterschaft im Videoclip-Dancing der Ludwigshafener Sportschau der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft oder der Fight Night, bei der die Ebert-Halle zum Boxring umgebaut wurde. Sport in der Friedrich-Ebert-Halle ist ein Erlebnis. Die Friedrich-Ebert-Halle ist Veranstaltungsort für die derzeit größte Party der Region zur Altweiberfasnacht. Die stets ausverkaufte Fete mit Grand Malheur hat Kultcharakter und ist ein Magnet für die gesamte Metropolregion Rhein-Neckar. Bis in die frühen Morgenstunden wird ausgelassen gefeiert, getanzt und gelacht. Die schönsten Ideen für den schönsten Tag im Leben. Bei der Hochzeitsmesse Trau verwandelt sich die Friedrich-Ebert-Halle für zwei Tage in eine eigene Welt für Verliebte, die sich trauen und ihre Traumhochzeit planen. Sie bietet Inspiration, Kauferlebnis und Unterhaltung. Es hat bereits Tradition, dass sich Hundefreunde aus ganz Europa Jahr für Jahr zur internationalen Rassehundeausstellung in der Friedrich-Ebert-Halle treffen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Das vielfältige Angebot an Räumlichkeiten in der Halle und im Park sorgt gleichermaßen für großzügige Präsentationsflächen wie eine umsichtige Betreuung der Vierbeiner. Informieren, bewerben, Zukunft sichern. Die Sprungbrett ist einer der größten Kommunikations- und Informationsmessen rund um die Themenbereiche Ausbildung, Studium und Weiterbildung in der Metropolregion Rhein-Neckar. Seit über 10 Jahren finden hier Schüler, Schulabgänger, Studieninteressierte und Weiterbildungssuchende mit umfangreichen Angeboten ihren Traumstart ins Berufsleben. Weit über 12.000 Schülerinnen und Schüler nutzen Jahr für Jahr dieses umfassende Informationsangebot. Kulturelle Veranstaltungen mit einem Großangebot an Mitwirkenden und aufwendiger Technik sind in der Ebert-Halle bestens beheimatet. Selbst Orchester in ganz großen Besetzungen finden auf der geräumigen Bühne bequem Platz. Die variable Gestaltung des Bühnenbereichs sorgt für eine ansprechende Szenerie. Die hervorragende Akustik in der Halle, die ansteigende Tribüne mit bester Sicht von allen Plätzen und der Einsatz modernster Veranstaltungstechnik lassen den Besuch von Konzertveranstaltungen zum kulturellen Hochgenuss werden. Nicht nur für die großen Events aus Unterhaltung, Messe und Sport ist die Ebert-Halle bestens gerüstet. Sie bietet auch ideale Voraussetzungen für große Tagungen, Kongresse und Firmenveranstaltungen. Ihre Stärken kann sie besonders bei Plenarveranstaltungen mit bis zu 1000 oder mehr Besuchern ausspielen. Ob Produktpräsentation, Kundgebung, Betriebsversammlung oder Parteitag. Bei Großveranstaltungen dieser Art passt die Ebert-Halle perfekt. 50 Jahre Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen. Kaum zu glauben, dass sich unter dieser zierlichen Außenhülle der Halle ein so vielfältiges Raumprogramm verbirgt.
Wir schaffen es in wenigen Tagen, die Friedrich-Ebert-Halle von einer Messehalle in eine Sportarena umzubauen oder umgekehrt. Wenn Veranstalter zu uns in die Friedrich-Ebert-Halle kommen, ist ja ganz klar, wir stehen parat, wir gehen zur Hand, wir haben einen Blick für das Ganze. Hier treffen Profis auf Profis. Wir sorgen für einen optimalen und reibungslosen Ablauf. Wir kümmern uns darum, dass zu Beginn der Veranstaltung der ganze Stress, die ganze Arbeit nicht mehr zu spüren ist und unsere Gäste einen unvergesslichen Abend hier in der Friedrich-Ebert-Halle genießen können. Wir vom Technikteam gehen dann zufrieden nach Hause, wenn die Gäste unser Haus mit einem Lächeln verlassen. Aber auch das Drumherum spricht für sich. Die Lage innerhalb einer großzügigen Parklandschaft, kostenfreie Parkplätze direkt vor der Tür und die optimale Verkehrsanbindung. All das macht die Eberthalle in Ludwigshafen zu einer der gefragtesten Adressen der Metropolregion Rhein-Neckar.